sprecht mit Meister Taran zu an der Guaran-Front. Alles Gute. Machen wir. Was willst du noch? Möge das Licht euch leiten. Sprecht mit Orbis in den Sumpfbinsen. Lebt wohl. Sumpfbinsen? Sind das die Sumpfbinsen? Ja. Gehen wir erstmal dahin. Zu den Sumpfbinsen. Oh. Warum haust du mich denn immer vom Mount runter, Mann? Finde ich echt nicht toll. Nee. Mag ich nicht. Finde ich voll doof. Oh. Nee, geh weg. Ich bin ein Wasserläufer. Ihr könnt mich gar nicht treffen. So, hört jetzt eigentlich die Musik auf. Nein, geh weg. Nein, geh weg. Geh weg, du Ameise. Achso, das ist mein Wasserläufer, der die Geräusche macht. Ups. Okay. Wo ist denn Orbus? Was ist der da unten? Dieser Einäugige? Orbus, der Einäugige. Upf, upf, upf. Was bist du denn für ein Vieh? Sumpfnagetier. Aha. Hey. Der schießt auf mich. Hey, das ist nicht nett. Das sag ich dir. Der ist voll unnett. Meine Güte, was ist hier denn los? Greift er mich an? Ja. Hallo? So. Und dann geht's zurück. Sumpfbinsenhöhe. Nein. Wir gehen zurück. Da hinten hin zu Tiramisu. Denn ich bin lecker Kuchen. Lecker, lecker Kuchen. Lecker Kuchen. Hüpf. Hüpf. Na, hüpf. Ich hüpfe durch die Gegend, der den Hüpfen ist. Der Magen nicht ganz so schwer. Und ölig. Den Hirsch. Hirsch heiß ich. Quack, quack. So, mal eben gucken, wo wir hin müssen. Alles klar. Ich finde das Vieh so geil. Ach ja. Hallo. Für alle, die es nicht wissen, und mein Let's Play erst seit neuestem schauen, beziehungsweise auch. Wo sind die nördlichen Wachposten? Ich habe nicht einen eurer Leute gesehen, bevor ich das Lager erreichte. Ihr werdet nachlässig, Goran. Bei allem Respekt, Meister, aber wir sind nicht nachlässig. Wir sind überlastet. An allen Fronten werden wir bedrängt. Meine Männer leisten Knochenarbeit und ich kann auf keinen einzigen Kämpfer verzichten. Meister Su, in solchen Massen wurden die Mantis seit dem Schwarm vor mehr als 90 Jahren nicht mehr gesehen. Meine Männer verzichten tagelang auf Schlaf, um die Position zu halten. Vielleicht sollten wir uns zur Mauer zurückziehen. Wenn die Hauptstreitmacht der Mantis eintrifft, können wir sie dort aufhalten. Nein, wir ziehen uns nicht zurück. Der nächste Mantis-Schwarm wird erst in vielen Jahren schlüpfen. Ich werde ihnen die Tonlong-Steppe nicht überlassen. Ich bin gekommen, um starke Pandaren für die Jagd auf das Schar des Hasses zu finden. Aber zunächst werden wir euch helfen, die Barrikade zu verstärken. Kaushi, geht nach Norden und stellt sicher, dass sich keine Mantis an unserer Flanke befinden. Ich kümmere mich um die Verteidigung. Sofort, Meister Su. Die Männer werden froh sein, euch dabei zu haben, Meister Su. Ich war schon zu lange nicht mehr an der Front, Gauran. Ich schätze eure Bemühungen sehr. Seid ihr fertig? Okay. Der Wasserläufer, der kann nicht über Wasser laufen. Nur für die Leute, die das halt vielleicht nicht wissen. Stets wachsam. Gut. Seid stark. Dann fliegen wir mal
zurück zum Schlangenrücken. Und da werden wir mit Lee sprechen. Ja, schauen wir mal, dass wir in die Schreckensöde kommen. So, ich muss mich mal wieder richtig hinsetzen hier. Ach ja. Setz dich richtig hin. Das macht das keinen Sinn. Okidoki. Ah, der hätte auch eben landen können, damit ich den Flugpunkt mitnehmen kann. Oh, ihr seht das? Ein bisschen aus wie in den Geisterlanden. Da, wo Arthas in Silbermond eingedrungen ist. Das kleine Schweinchen ist nämlich voll eingedrungen. In Silbermond. Okay, das klingt jetzt auch ein bisschen falsch. Was? Nein. Ich bin nicht albern. Zweideutig rede ich auch nicht. Nein. Natürlich nicht. Es liegt auch nicht an der Uhrzeit, dass ich Scheiße laber. Nein. Natürlich nicht. So, wo ist denn Lee? Da ist Lee. Oh, Lee. Aber ich will auch so einen Köcher. Für meinen Jäger. Wir sind die Wächter auf der Mauer. Alles klar. Bleibt wachsam. Puh, Spinne. Tötet 6 Spinnen, was? Schreckenspinnenhüter und benutzt das Drachengewehr der Shadowpan, um 20 Schreckenspinneneier auf der Terrasse von Gutan zu zerstören. Bewegt euch wie die Nacht. Okay. Seilt euch mit den Shadowpan-Seil zur Terrasse von Gutan ab und sucht nach den gestürzten Shadowpan-Bogenschützen. Die Mauer darf nicht fallen. Aber erst soll ich ja hier was unterschießen. Gebiet Schreckensöde. Ich bin doch in den Schreckensöden. Ich soll doch erst mit dem Bogen schießen. Oder muss ich hier runter? Okay. Giovannimo! Pop. Na? Ja, alle Spinnen tot. Ja, zum Glück. Da muss ich nicht mit den Viechern kämpfen. Och nö. Geh weg. Nee, geh weg von mir. Geh weg. Geh weg. Du bist doch nur Dreck. Geh weg, geh. Ach, das ist ein Spieler. Ich dachte schon, och geil, Rare Mob. Ja. Scheiße, Rare Mob. Was ist das? Auch ein Spieler. Oh, hallo Spinne. Hey, die Spinne macht, dass ich blind werde. Ja, ja, kann ich noch nicht tun. Ach komm, hopp. Warte, lass ich Spinne da hinten mal in Ruhe. Zu weit entfernt. Zu weit entfernt. No. Ach komm. Geh doch mal weg. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Was machen die denn hier? Warum stehen die hier noch rum? Priesterin. Scuddy. Scuddy und Voltschock. Menschmagier und Blutelfenpriesterin. Hab hier irgendwas spawnt? Ich bin außer Reichweite. Könnte sein. Jetzt geh doch mal ran da. Ran da, ran da. Wer? Randa? Kann ich noch nicht tun. Ach komm. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Das war mal wieder witzig. 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 Ach ja. Irgendwas wollte ich euch noch erzählen. Ich muss näher ran. Ach so. Irgendwann werden wir ja WoW soweit durch haben. Also ich werde jetzt nicht mit ihm hier raiden gehen oder sonst irgendwas. Es werden noch, nachdem er 100 ist, so ein paar Special-Folgen kommen. Aber jetzt nicht täglich, sondern immer so randommäßig. Wo ich euch ein paar alte Raids zeige oder wo wir vielleicht ein bisschen
die aktuellen Dailies zusammen einmal machen. Aber ansonsten ist bis dem neuen Add-on Legion das Let's Play dann erstmal pausiert. Und ja, da seid ihr gefragt. Was wollt ihr denn danach sehen? Also ich habe überlegt, dass ich danach entweder SVTOR spiele. Da können wir uns dann aussuchen, was wir spielen wollen. Könnt ihr auch mal dann vielleicht dazu schreiben, wenn ihr sagt, ja, SVTOR, geil, mach mal. Oder wir könnten uns, ich glaube, ich bin aus dem Gebiet schon raus. Nee, doch nicht. Das war schon das richtige Gebiet. Ach, das sind die Eier an der Seite. Darum haben die aufgeblinkt. Geblinkert. Möchte jemand Rührei? Oder Spiegelei? Ich habe hier so ein paar Eier zur Verfügung. Also jetzt im Spiel. Hier, kleinen Schweine. Echt. Ist ja nicht normal mit euch. Ja, wie gesagt, SVTOR oder man könnte sich auch mal Teso anschauen. Ist noch nicht bereit. Lass mal alles wegfackeln hier. Jo. Eigentlich diese beiden zur Auswahl, weil so Spiele wie White Star zum Beispiel, da würde ich höchstens mal so einen Let's Test von machen. Und mir das einmal anschauen, wie das ist. Ja, Black Desert soll ja jetzt auch endlich mal nach Europa kommen. Aber das würde ich mir auch nur mal kurz so anschauen. Sofern ich da in die Alpha bzw. Beta kommen sollte. Was ich nicht glaube. Also werden zur Auswahl SVTOR oder Teso oder vielleicht ein ganz anderes Spiel, ganz anderes Genre. Wenn ihr sagt, nee, beides nicht so, könnt ihr auch einfach mal Vorschläge machen, wenn ihr irgendwelche Ideen habt. Oh, hier haben wir den. Wir dürfen nicht zögern. Schützenbuge. Die Mauer darf nicht fallen. Nein, die darf nicht fallen. Da hast du recht. Guck mal, hier haben wir sogar die Handschuhe, die passenden. Meisterschaft. Crit. Mehr Crit oder mehr Meisterschaft? Nehmen wir die hier. Hütet euch vor dem Westwind. Okay. Untersucht die internen Kämpfe der Mantis auf der Terrasse von Gutan. Achtet auf die Schatten. Ja, wir achten auf die Schatten. Ich versprich's dir. Ganz ehrlich. Wir machen alles. Nur für dich. Junger Mann. Okay. Ist der jetzt hier drin? Oh ja. So, lass mal die Kaiserin in Ruhe. Ja. Hilfssoldat. Hallo. Alles okay? Benutzt die Stimmgabe der Klaxi am uralten Bärenbrocken auf der Terrasse von Gutan. Okay. Ihr Tod hat mich umgerissen. Es war so schrecklich, so furchtbar, dass ich umgefallen bin. Drehwerk ist schon meist manchmal so ein kleiner, wie heißt das? So ein kleiner, wie heißt das Wort denn? Auf das ich jetzt nicht komme. Ich bin außer Reichweite. Ich weiß es nicht.
Ich komme nicht auf das Wort. Vielleicht fällt es mir später wieder ein. Kann ich noch nicht tun. Ich habe kein Ziel. So, dann müssen wir gleich die Stimmkabel. Nein, er wollte mich anfurzen. Habt ihr gesehen? Er wollte mich voll anfurzen. Bing! Ah. Ich bin zurückgekehrt. Ja, Kilrog, der Windschnitter. Hallo, Kilrog. Was? Entwicklungskrankheit. Ne, Erweckungskrankheit. Entwicklungskrankheit. Ah, bringt 100 Saftfliegenteile zu Kilrog, dem Windschnitter, auf der Terrasse von Gutan. Okay, uralte Rache. Tötet 6 rachsüchtige Gutan-Geister. Gutan-I-Geister. Auf der Terrasse von... Huch, Gutan. Machen wir. Ja, kriegen wir hin. Kein Ding. Ja, also so ist jetzt momentan der grobe Plan. Muss ich die töten, oder was? Brauche mehr Wut. Hey, du. Brauche mehr Wut. Man brauche mehr Wut, hab kein Ziel. Du bist schon so eine kleine Heulsuse. Okay, wir müssen in die Richtung. Hier sind die Schmalzfliegensäfte. Klingt schon ein bisschen ekelig. Da, da, da. Okay. Hey, du. Ja, wie gesagt, oder ihr habt ganz andere Ideen. Und sagt, hier, guck dir das doch mal an. Vielleicht findest du das ja ganz geil. Was bist du für einer? Ach, das ist ein komisches Geistding. Oh ja, wow. Komm mal her. Du Geistding. Warte mal, ich will mal kurz ran scrollen. Was ist das denn da oben? Nein, warte mal. Och. Schaut in das Licht. Ihr seid jetzt keine Menschen mehr. Ihr seid Krapfen. Ja. So. Da ihr jetzt Krapfen seid, habt ihr alle auf mich zu hören. Und mein erster Befehl lautet: Sagt mir, was wir nach WoW spielen. Und mein zweiter Befehl lautet: Liked alle meine Videos. Ja. Wenn mir noch mehr einfällt, sag ich Bescheid. Ich